Hallo meine lieben Freunde der Hämmern und Tasten und herzlich willkommen zurück bei Witcher 3. Ja, wir befinden uns hier immer noch unten im Keller von unserer Kontaktperson, die leider getötet wurde. Da war die wilde Jagd leider ein bisschen schneller als wir, allerdings haben sie die Notizen von ihm nicht gefunden, von Hendrik. Und da haben wir herausgelesen, dass Ciri Kontakt mit dem Baron hatte und außerdem auch Probleme mit irgendeiner Hexe. Und jetzt haben wir den Auftrag, finde die Hexe auf eigener Faust oder befrage die Bewohner Mittelhains. Auszusehen habe ich gerade einen Bratapfel gegessen, aber kann man mal zu Beginn machen. Würde ich mal meinen. So, rufen wir erstmal Plötze her. So ein Bratapfel am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, würde ich mal sagen. Na komm her. Häng doch da nicht so fest. Ja, weiter so. Wenn er was Gutes macht, kritisierst du ihn. Und wenn er was Schlechtes macht, dann, na egal. Und zwar befinden wir uns jetzt hier in Heidfelde. Und müssen hier ein kleines Stückchen reiten. Hexenjagd. Ich nehme mal stark an, das ist das Dorf, wo wir uns umhören können. Ansonsten, ich hätte keinen Anhaltspunkt, wo diese Hexe wäre. Deswegen reiten wir jetzt einfach mal darunter und hoffen natürlich auch, dass uns die Dorfbewohner auch helfen wollen. Das ist ja, bei uns als Hexer ist es ja nicht immer selbstverständlich. Die Leute sind uns ja eher immer misstrauisch gegenüber. Aber hoffen wir doch mal, dass wir da auf ein paar gute, tolerante Seelen treffen, die uns da vielleicht weiterhelfen können. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Mal schauen, was wir unterwegs so alles. Vielleicht passiert ja irgendwas, wer weiß es. Wir lassen uns überraschen. Aber es kann definitiv nur besser werden, wenn ich da so an die 13. Folge zum Beispiel denke. Banditenlager, natürlich. Da reiten wir einfach mal kurz weiter. Das waren, glaube ich, 5-6 Stück. Wir reden mal mit der Gefühlswandlerin. Hilf einem alten, schwachen Weib. Was ist los? Neulich Nacht haben Frevler, die Pocken sollen sie holen, den Schrein von Werner der Gnadenreichen entweiht. Er muss in Ordnung gebracht werden, sonst wird Werner zürnen. Sie wird unsere Kühe kurzatmig, unsere Kinder warzig und unsere Hunde räudig machen. Lass mich dir helfen. Tut mir leid, ich hab's eilig. Gut, so eilig haben wir's nicht. Mal schauen. Warzen und Räude? Klingt gefährlich. Gut, lass mich helfen. Fertig. Die guten Götter haben dich gesandt, damit du von heute an die Schreine reparierst. Hör mal, ich hab schon einen Beruf. Ich bin Hexer. Alte Holzbauten am Straßenrand sind nicht meine Spezialität. Hexer kämpfen gegen das Böse. Und die Vandalen sind schlimmer als Monster. Ich repariere die anderen Schreine, wenn ich daran vorbeikomme. Gut, ich repariere alle Schreine, an denen ich vorbeikomme. Umwege mache ich aber keine. In dieser Gegend gibt es keine Umwege. Und die Götter werden dich leiten. Ernsthaft. Verteidiger des Glaubens. Die Quest wollen wir jetzt nicht verfolgen. Weißt du, der hockt da eine halbe Minute, guckt sich das Ding an und letzten Endes einfach mal kurz aufheben. Also bitte. So, Quests. Nebenquest, Verteidiger des Glaubens. Empfohlene Stufe 10. Ah, holla die Waldfee. Da wirst du auch, was wir da noch so alles treffen. Aber wir bleiben erstmal bei der Hexenjagd. Wie Geralt es ja gesagt hat, wenn wir darauf auf einen dieser Schreine treffen, dann machen wir es gerne. Allerdings nehmen wir dafür keine Umwege. Ist hier noch ein Banditenversteck? Grüße. Dankeschön. Ein kleines Dörfchen. Vielleicht können wir hier was anstellen. Und ich sehe doch das schon ein kleines Säckle. Ah, und auch ein Schmied. Ach nee, nee, das ist Schnellreise. Ich verwechsel das immer wieder. Ein Kaufmann. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Was hast du anzubieten? Ich habe Lust, Quint zu spielen. Nein, gerade nicht. Sag mal, was du anzubieten hast. Ach, herrje. Das hat er anzubieten. Was ist denn das? Adalbert Kermits erste Karte. Folge den Hinweisen auf der Karte, um Hexen... Ausrüstung zu finden. Interessant. Wie viel kostet das denn?
15? Das kriegst du doch hin. Fünfte Essenz. Und Fackel. Hier kaufe ich gerne. Okay. Können wir ihm irgendwas. Das ist sein ganzes Angebot? Ist das sein Ernst? Willst du irgendein Schwert von uns? Wir haben so viele. Hier, kleiner Knüppel. Kannst du haben. Ne, warte mal. Ach, das war das Händlergeld, was gerade. Ach, ich bin total verwirrt gerade. Entschuldigung. Ist schon ein bisschen länger her. Ist wieder eine neue Aufnahmesession. Kann weg. Was haben wir hier? Mittagserscheinungstrophäe, die bleibt natürlich. Stumpfes Beil, kann weg. So, das reicht. Lebt wohl. Ich will echt mal versuchen, ein bisschen mehr Alchemie. Das ist mein Pferd. Geh weg vom Plötze. Plötze, bleib hier. Plötze. Voilà, jetzt muss man da lang. Ein bisschen mehr für Alchemie und Schmiede zu tun. Mehr im Menü. Mich da mal ein bisschen zurechtfinden. Allerdings kann ich mir jetzt, stelle ich mir jetzt nicht gerade. Ich fange nochmal an. 3, 2, 1. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass es euch wirklich groß interessiert, wenn ich da. Jetzt wollen die schon wieder kämpfen, jetzt war aber mal gut hier. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es euch wirklich groß interessiert, wenn ich da die ganze Zeit nur im Menü herumhocke und versuche das zu durchschauen. Ich habe mir vor dieser Aufnahme jetzt mal ein bisschen die Alchemie angeguckt, aber so viel können wir da echt noch nicht machen. Da müssen wir A mehr sammeln und wir brauchen auch ein paar Mutagene dafür, um ein bisschen was herzustellen. Sprich, dafür müssen wir ein paar Monster töten. Allerdings, wie das mit dem Monster töten funktioniert, das habt ihr ja selber schon gesehen. So, warum sind wir jetzt hier gerade querfeld eingeritten? Ich bin nur der Karte gefolgt. Grüße. Schluck auf. Habe ich das richtig gelesen? Klang jedenfalls auch so. So. Sind wir jetzt erstmal hier angekommen. Mittelhain. Da ist auch wieder irgendwo ein Kaufmann, sehe ich doch auf der Karte. Und hier müsste auch ein Schmied sein, wenn ich das Zeichen richtig deute. Bist du ein Kaufmann? Nee, du bist ein Bauer. Du bist ein Kaufmann. Ein Amulett, Pezoa, ein paar Schildkrötensteine. Ich schau mir gerne an, was du hast. Was hast du sonst noch anzubieten? Zähne von Leichen und Nierensteine, bewährte Mittel für harte Zeiten. Gut, das sieht doch schon nach ein bisschen mehr aus. Quintkarten brauchen wir nicht. Verwesendes Fleisch brauchen wir auch nicht. Was haben wir hier? Scheuklappen. Ein Pferd mit Scheuklappen geht nicht durch. 20 Panik, da hat man jetzt noch nicht so die Probleme. Eine Satteltasche. Lassen sich Objekte verstauen. 30 Kapazität der Satteltasche. Mehr. Kostet aber 183. So viel Geld haben wir leider nicht. Asche. Was sind das für Ringe? Kann für eine ordentliche Summe an Händler verkauft oder in Handwerkzutaten. Okay, das ist halt wirklich, da muss ich echt noch richtig, da muss ich erst noch durchblicken, was wir jetzt nun dann von einem Schmied zerstören lassen können, Einzelteile zerlegen und was nicht und bababa. Die enthält Zusatzinformationen. Die haben wir schon gelesen, oder? Können selbst Hendricks Notiz für 3 Münzen verkaufen. Hier kriegst du einen Streitkolben. Da krieg ich nur 3 Münzen für. Das ist doch ein Witz. Hier, komm, das haben wir, das haben wir. Das Höflingswams haben wir aus dem Schloss. Du willst nur 11 Goldstücke dafür geben. Da hast du doch nicht mal alle. Ich mag die Händler nicht. Leb wohl. Bis dann. So, dann gehen wir jetzt zum Schmied und dann muss ja hier irgendwo noch eine Taverne sein, wa? Da, Rüstungsschmied. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Zeig mir, was du hast. Kannst du etwas für mich anfertigen? Lass mich einen Blick auf deine Ware werfen. So, ach herrje. Die Rüstungsreparaturset müssten wir eigentlich noch haben. Kavalleriehandschuh. Ach du Gott. Ach, Herr Jemine, was haben wir denn hier? Wollten wir denn mit einer Schnur nicht mal irgendwas herstellen?
Warte mal, es müsste doch hier Handwerk. Wie sieht es mit Reparatur aus? Zustand nur noch 57%, 53%. Also sollten wir das echt dann mal langsam machen. Wir haben doch einiges einstecken müssen, wie ich das so sehe. Wir haben zwar nicht viel Gold, aber das Silberschwert sollten wir jetzt erstmal reparieren lassen. So. Aber eigentlich Verbesserung entfernen, zerlegen, Handwerk. Da war das doch hier. Das würde einiges verbessern und wir bräuchten Draht. Bräuchten wir noch was? Das war das, genau. Leder und Draht. Jetzt ist die Frage, ob der gute Herr das hat. Das sieht doch da unten gut aus nach Draht. Hier haben wir Draht, kostet 12 pro Stück. Da holen wir uns gleich mal die zwei nötigen. Und wir bräuchten noch Leder. Braucht nur noch eins, ne? Zack. Verdammt, wir haben nur 36 Münzen. Kann der uns das da jetzt überhaupt herstellen? Preis 32, jawohl. Wir sind zwar dann mega scheiße arm, aber wir haben dann eine neue Rüstung. Und ich hätte endlich mal was gemacht. So, dann Gegenstand herstellen. Eine Krieger-Lederjacke. Kann man dir irgendwas verkaufen? Hier, wenigstens nochmal 6 Münzen. Kannst du irgendwelche... Hier was... Oh, 63 Münzen ist gut. Hier gehärtetes Leder. Amethyst halt. Da wir Geld brauchen, dann um ein paar Lebensmittel zu kaufen, würde ich sagen, dass wir den Amethyst jetzt einfach mal verscherbeln. Ich weiß, manche von euch werden sich wahrscheinlich denken, nein, warum machst du sowas? Tut mir echt leid, aber... ich bin jetzt nicht so... der Erfahrene darin. Ich mach das einfach nach meinem Gutding. So. Leb wohl. Bis dann. Hey, schubst du mich nicht? So, ich drücke immer Start. Das ist falsch. Ach, Start gibt's ja mittlerweile nicht mehr. Optionen drücke ich immer. Alchemie. Was will ich denn in Alchemie? Ich gehe in Inventar. Kriegslederjacke. Ach, wir haben die schon an. Das ist aber schön. Das ist die doch jetzt, oder? Sehe ich doch richtig, ne? Warum ist denn die Musik auf einmal aus? Ne, es war die Kriegslederjacke, ne? Gut. Sind wir damit ausgerüstet. Jetzt müssen wir uns nur noch... Was haben wir jetzt hier? Rüstung aufwerten. Verwende spezielle Rüstungsschmiedtische, um deine Rüstung vorübergehend aufzuwerten. So bekommst du einen Bonus auf deinen Rüstungswert. Dann gucken wir mal, ob wir da was machen können. Ach so, okay. Wurde jetzt so gemacht. Für 15 Minuten jetzt verbessert. So, habt ihr hier noch irgendwie... Quest aktualisiert. Ach so, Abstand zu sch... Ah, okay. Ich war jetzt zu schnell. Willst du ihn einwickeln? Hat die Hexe dir Liebstöckel gegeben? Ja, das hat sie. Wollte auch nicht viel dafür haben. Vielleicht sollte ich sie aufsuchen. Wie kommt man hin? Der Pfad zum Teich. Folge ihm bis zu einem einzelnen Felsen. Den musst du umrunden, dann nach rechts ab vom Weg in den Wald. Ab da geradeaus. Wenn du an einem verlassenen Karren vorbeikommst, bist du richtig. Boah, musste der Typ jetzt dazwischen labern? Jetzt sollte ich die Hexe finden können. Einfach ein paar Klatschstanden zugehört und dann zum Teich. Lass es uns einfach probieren. Lass es uns einfach probieren. Einen Moment. Spiel speichern. So, Spiel gespeichert. Nicht, dass wieder irgendwas schief läuft und dann sterben wir und dann müssen wir wieder alles von vorne machen. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Nein, was muss ich noch machen? Da, ach, ich drücke. Ich raste hier gleich aus. Ich mache mich hier selber verrückt. Inventar.
Inventar. So. Trockenfisch. Seht ihr, wir sind nämlich nicht mehr gut ausgerüstet mit Essen oder sonst irgendwas. Generiert Vitalität 2. Zack. Mit den Trockenfisch an obere Stelle. Das ist schließlich eins mehr als so ein Bratapfel. Oh ne, wir nehmen den Apfelsaft, genau. Apfelsaft gibt Apfelkraft. Was hat man hier unten jetzt? Beschleunigt die Regeneration der Vitalität. Da haben wir noch ein Getränk davon, das ist gut. Ich weiß jetzt nicht, ob wir kämpfen müssen. Deswegen... Halt! Warte mal. Beim Teich soll ein großer Findling liegen. Beim Teich. Der da, oder? Meint ihr jetzt den? Da ist der Felsbrocken. Jetzt nach rechts und weiter bis zum Wagen. Einmal drumrum. So. Zum Glück zeigt es die Karte uns an. Oh, nee. Was wartet denn da auf uns? Oh, diese Viecher. Wow, wow. Die Neckar wieder mal. Boah, hier hast du ja gar keine Übersicht. Das macht das Ganze nicht gerade einfacher. Kommt her, ihr Mistviecher. Kommt her. Ah, fuck. Bin ich froh, dass wir gespeichert haben. So. Wo ist der Nächste? Kommt raus, wo immer ihr auch seid. Hier, da ist doch einer. Boah, da war die Grafik gerade nicht da, oder habe ich das falsch gesehen? Jetzt wird man auch von hinten angegriffen. So, den haben wir. Erstmal wieder offeneres Feld. Jetzt zack. Jetzt wieder zurück. Komm her. Ich sehe drei noch auf der Karte. Von rechts kommt gerade einer angerannt. Rennt wieder zurück. Das war ein... Und Feuer. Und jetzt wird man schon wieder von hinten angegriffen. Das mag ich nicht. Was soll denn das? Komm her. Jetzt. Zack. So, einen haben wir noch. Jetzt steckt das Schwert doch nicht wieder weg. Wo ist er? Da. Und jetzt. Komm her. Und, komm, gleich hammern. Jawohl. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Oh. Kleines blaues Mutagen. Das ist schon mal gut. Mutagene sind gut. Da können wir uns dann später mal bei der Alchemie das mal in Ruhe angucken. Noch eins. Warte mal, wir brauchen drei davon. Glaube ich. Kleines blaues Mutagen. Was macht denn der? Wo geht denn der hin? Wo ist denn der da jetzt hochgekrochen? Ist es da oben schöner? Nein, wenn du dich da wohlfühlst. Kleines grünes Mutagen. Verrückt. Ach, schon wieder Option. Mann. So, und zwar hatte ich doch hier... Wir brauchen ein kleines grünes. Da, wir haben blaues Mutagen. Hey, wir haben doch... Achso, wir haben gerade noch eins aufgenommen, ne? So, und damit kann verwendet werden, um Fertigkeiten zu verbessern oder ein Mutagen absurd herzustellen. Eben drum. Das wäre dann hier drüben. Wir bräuchten ein blaues, da wir eine blaue Fertigkeit haben. Das ist mir auch noch aufgefallen. Wir können hier noch das hier hinzufügen. So, zack. So, jetzt lasst uns das einfach mal aus Spaß. Wir müssen ja lernen, ne? Und falls es Verschwendung ist, dann ist es halt Verschwendung, aber wir lernen daraus. So. Nee, Quest will ich nicht. Charakter. Müssten wir jetzt hier draufklicken können. Jetzt haben wir zwei kleine grüne Mutagene. Ach, das ist das Greifmutagen. Greifmutagen. Hier haben wir plus 50 Vitalität. So, jetzt hätten wir hier zwar nur plus 7% Zeichenintensität. Aber diese Verbindung besteht halt jetzt. Was ja nicht so verkehrt ist. Allerdings hat unsere Vitalität halt jetzt darunter gelitten. Das ist das, was mich noch mittel so... Deswegen ich das Ganze noch ein bisschen kritisch beäuge. So, da ist dieser Karren. Der Wagen.
Hier irgendwo muss die Hexenhütte sein. Da hinten, ich sehe doch schon drei Hexen. Es sind aber zwei Hütten, nicht nur eine. Da stehen doch drei Hexen, oder? Sind es mehr? Das arme Mädel hat Schmerzen, gibt keine Milch. Und ein neues Kind ist noch auf dem Weg. Rette uns, gute Herrin. Okay, anscheinend wollen... Was machen wir ohne unsere Jagna? Hab Erbarmen mit uns. Ach nee, ist ein ganz großes Haus. Aber sagt's doch nochmal. Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht! Eine attraktive Hexe, muss man sagen. Sie hat schlechte Laune. Wir kommen lieber morgen wieder. Pass auf, was du sagst. Sie ist aufbrausend und rachsüchtig. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ja, das... Der Weib ist außer sich. Braucht einen Kerl. Deswegen stehst du hier rum. Naja, dann versuchen wir mal unser Glück, wa? Hallo? Ist jemand zu Hause? Rezept für schwarzen Kajal. Ach komm, ich nehm's aber mal mit. Gewöhnliche Salbe. Nichts Besonderes. Ist sie vielleicht nur eine Betrügerin? Das lässt das jetzt ein bisschen erahnen, wenn der sowas sagt. Aber mal keine voreiligen Schlüsse ziehen. Eine gewöhnliche Kerze. Geh durch. Wo ist sie denn hin? Da unten können wir was öffnen, aber vorher... Hier haben wir noch was. Eine ordentliche Bibliothek hat sie da zusammengetragen. Ist ja nicht verkehrt, erstmal ein paar Informationen über die Person zu sammeln. Brief an Alexander. Brief an Alexander. Ach Mann! Ich raste dir Klaus. Ah, tue ich ja schon. Brief an Alexander. Liebling, ich schreibe dir, weil du dich bestimmt sorgst, dass ich noch zornig bin. Aber das ist dumm. Du weißt doch, dass ich nie lange böse sein kann. Ich verzeihe dir. Es ist nur deine Geheimniskrämerei. Ist es denn so seltsam, dass ich mich für deine Seuchenforschung interessiere? Ich liebe es, dir beim Arbeiten im Turm zuzusehen. Bitte gönne mir doch wenigstens dieses kleine Vergnügen, wenn du dich schon weigerst, die Resultate deiner Experimente mit mir zu besprechen. Wenn Visserath dich morgen Abend nicht braucht, komm mich besuchen. Wir werden alles bei einem Glas Wein klären. Oder zweien. Oder mehr. Deine Kay. Was hat das hier mit dem Rezept für Kajal? Stehen keine professionellen Produkte zur Verfügung? Kann man Schwarzkajal aus... Und lagere den Kajal etwa 3 Tage lang an einem kühlen Ort. So, findet man noch mehr hier. Wie gesagt, da haben wir noch die Tür, da haben wir einen Schädel. Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Hierhin ist sie also verschwunden. Ah, interessant. Okay. Sie kam wohl doch. Aber ich will das da unten erstmal noch öffnen, bevor wir da... Ja, benutzen. Benutzen. Soll's nicht. Na, endlich. So, was haben wir denn hier unten noch so Schönes? Salpeter, Stahlblech. Ich fühle mich so schlecht dabei, aber niemand sagt ja was. Aber wir beklauen die Leute immer. Oh, Brot. Entschuldige, aber...
noch mehr Brot. Aber niemand sagt ja was. Hier haben wir eine Kiste. Puppe. Nee, die Puppe lassen wir hier mal. Zwergeschnaps. Entschuldigung. Noch mehr Zwergeschnaps. Entschuldigung. Manuskriptseite Albedo. Neues Alchemie-Rezept. Das muss natürlich jetzt sehr hilfreich sein. So, jetzt habe ich den richtigen Knopf gedrückt. Da haben wir es doch gleich. Wird für Alchemie Zubereitung verwendet? Ja, ist klar. Braucht einige Zutaten allerdings. Ich hätte jetzt erwartet, dass das was mit den Zutaten, die wir hier unten finden, zu tun hat. Aber anscheinend habe ich mich da geirrt. Dann benutzen wir hier mal die Treppe. Die Leiter. So, gibt es noch etwas, was wir hier untersuchen können, bevor wir jetzt da reingehen? War da nicht noch irgendwas rot gewesen? Ich dachte. Na dann. Sehr hell. Ach, hey, wo sind wir denn jetzt gelandet? So, so. Nett hier. Ja, Geralt findet das nett. Was uns hier erwartet, würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dann bis zum nächsten Mal, wenn wir, ja, uns das Häuschen, das, ja, die Heimat von der Hexe anschauen. Hier bei The Witcher 3.